Herzlich willkommen zur weiteren Folge gerade gut. Die Empfehlung Days to D. Heute werden wir ein bisschen gucken, ob wir Materialien kriegen. Und dann kriegen wir morgen Panik, weil morgen ist schon Blutmond. Aber mein Plan ist, wir gehen aufs Dach und werden uns da irgendwie mit möglichst vielen Spikes absichern. Das heißt, die beginnen wir schon mit Bauen. Da. Wir haben im Keller genug Holz. Das haben wir nun reichlich, da werden wir gleich bauen. Fackel habe ich schon gefertigt. Damit wir das schön hell haben. Das heißt, die wollte ich gerne herstellen, geht noch nicht. Leider. Na, wo ist der Scheiß dann? Stacheldraht. Wandkasten. Ach, hier. Wood, Big Tritt. So. Hundert werden reichen. Müssen. Wollte auch, ne? Aber kann er nebenbei ja hergestellt werden. Ups, hier geht's raus. Haben wir frühen Morgen. Oh, ich habe vor, noch was zu finden. Immer Bäume, ne? Oh, das Haus. Da oben muss ich raufgehen. Häuschen. Ich wollte mal schauen, wie weit mein Tunnel sein könnte.
So. In der Richtung ungefähr. Hier schätze ich mal ungefähr. Soll ich sein. Immer mal schauen, was wir noch Schönes finden. In den Häusern. Müsste mir eigentlich ein Fahrrad bauen. Ich muss so viel ist normalerweise. Aber zur Zeit haben wir nicht so. So. Wir sind hier zwar nicht fertig, aber Fleisch wollen wir jetzt nicht haben. Da kommt mal keine Häuser. Das ist nicht schön. Ach, da vorne ist ein Haus. Wir brauchen was zum Verwerten. Am besten Munition. Das wäre ein Anfang, wenn wir selber herstellen können. Ein einsames Häuschen. Mit einem schönen Kamin. Und keine Post. Lockpicks, Tabletten, Tag. Verdächtig leise. Und bald zu ruhig. Scheint keinen Keller zu haben.
Rezepte. Echt keine Zombies. Keine Munition. Viel Schuss. Meine Sorge. Ich brauche ein bisschen mehr, ich glaube, hier ist Todeszone. Und wie so heißt. Verbrannte Erde oder so. Überladen, was wir heute mit. Auch eigentlich Munition. Sind eigentlich nur in Häuser. Na. Oh. Gut, 5 Eisen ist auch nicht schlecht. Oh, hier ist eine Fackel. Ein Reh. Wolf hat erledigt.
Krieger. Müsst ihr verstehen. Die haben hier einen Keller gehabt. Auch Holzbefestigung hier schon. Die haben sie auch nicht gelohnt, ne? Das war klar. Ein Plumpsklo und eine Spütle Honig gefunden. Natürlich keine Waffen gefunden. Schlecht. Also keine Munition. Hauptsächlich schon zurück. Leere Dose. Da. Oh. Das finde ich ziemlich häufig. Schlüssel für irgendwelche Reparaturen.
Ja, das ist gut. Besser Munition, die reicht ja nicht. Was habe ich, was ich entbehren kann, lernen kann? Kann ich gehen lassen. Da habe ich noch Munition. 45 brauche ich heute Nacht oder morgen Nacht. Das brauche ich auch. Beeren kann ich essen. Habe ich Lederschienen? Ja, das ist gut.
Gehen wir noch in die Garage rein. Das ist nicht so wichtig. Ja. Nichts zu holen, ne? Gut, dann gehen wir zurück. Viel haben wir nicht gekriegt, aber bitten schon. Ein andermal vielleicht. Und heute ist nicht so wichtig. So, die Show, ich laufe noch zurück. Das war anscheinend nicht so wichtig. Da seid mal schütz und den Winkel, ciao. Ja, nächste Woche an die Basis ausbauen. Mit Verteidigung noch hier und da was herstellen. Und dann sehen wir weiter. Dann seid mal Winkel, Winkel. Ja, man hört uns jetzt hier vielleicht in der nächsten Folge. Tschüss. Und danke fürs Reinschauen.